Grüß euch Gott, alle miteinander. Könnt ihr euch noch an den alten 50er Jahre Puppenwagen erinnern, in Blau-Weiß, den ich aufarbeiten wollte? Ja? Ja, dann müsst ihr ihn ja erkennen, weil das ist er jetzt. Ich bin fertig und ich möchte euch das Ergebnis zeigen. Er ist jetzt nicht super professionell aufgearbeitet worden, sprich alles auseinandergenommen und geschliffen und gespachtelt und weiß der Henker was noch alles. Das geht nicht, das kann ich nicht. Ich habe nicht die Werkstatt dazu und das Material und die ganzen Werkzeuge, aber ein bisschen was kann ich. Und ich habe halt so eine einfache, für mich machbare Version der Überarbeitung ausgewählt und zeige ich euch jetzt und erzähle euch ein wenig dazu. Ich habe den Korpus, wie ihr sehen könnt, in zart rosé, zart rosa gespritzt, ebenso die Räder. Alles in einem in einer Farbe. Die Räder haben keinen Gummi mehr, da der kaputt gegangen ist und das rentiert sich halt auch finanziell nicht, da so extrem viel Geld in so einen alten Wagen reinzustecken. Er hat also jetzt, er wird auf den Felgen, wenn man so will, rollen, was aber kein Problem ist, da der Puppenwagen nur bei mir in meinem kleinen Häuschen, kleinen weißen Häuschen stehen wird und es wird ein kleines Puppenkind drin liegen. So ist es gedacht gewesen. Was ich weiß gestrichen habe, ist der Schiebegriff. Und dass das Design von dem Wagen ist so das Thema Schleifchen und Häschen. Ich habe einige Schleifchen rundherum und im Wagen festgemacht, nicht ohne Grund. Hier zum Beispiel waren Bohrungen zu sehen von dem Verdeck. Das Verdeck habe ich ja nicht mehr hingemacht, das war total kaputt und das hätte sich gleich gar nicht rentiert. Und habe ich die Bohrlöcher unter den rosa Schleifchen versteckt. Hier hinten ist auch noch eine Halterung, ein wenig schemenhaft zu erkennen, auch von dem ehemaligen Verdeck Schleifchen. Und auf der Seite nochmal das gleiche, daher auch hier ein Schleifchen. Ich wollte dann noch so ein bisschen verspielter das Ganze machen, daher ist hier diese Spitzenborte von mir verklebt worden. Ich finde, es sieht ganz nett aus, wenn da so ein weißer Abschluss ist. Dann hängt hier ein rosa Pompon. Der ist noch von meiner Babyparty-Dekoration übrig und den habe ich jetzt hier hingehängt. Den Schiebegriff habe ich weiß gespritzt. Und jetzt will ich euch sagen, warum da auch Schleifchen sind. Ursprünglich war der mal montiert mit Metallhalterungen. Die waren hier, war die Stange durch und da festgeschraubt. Das Ganze zweimal. Aber eine Halterung war gebrochen. Da konnte ich nichts mehr machen. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wie kann ich diese Stange wieder befestigen. Und dann kam mir die, wie ich im Nachhinein ganz gut finde, Idee, die ehemaligen kleinen Bohrlöcher mit nochmal mit größeren durch größere zu ersetzen, habe ich also reingebohrt mit dicken Bohrern, damit ich Schleifchen durchziehen kann. Und jetzt ist diese Halterung hier, diese gebrochene, ersetzt und die Schiebestange hält durch die Schleifchen. Ich habe jetzt hier drin liegen meine kleine Schatze, die ist nicht so groß. Und ich finde, die passt ganz gut in das kleine Wägelchen rein. Noch ein weiteres Deko-Element war so eine Einbildung von mir, da muss ein Häschen hin. Dann habe ich gesucht im Internet, ich dachte vielleicht Wandtattoo oder ja, irgendwie sowas Nettes, Kleines, habe aber nichts gefunden, was mir gefallen hätte, beziehungsweise gefallen schon, aber dann war die Größe nicht entsprechend.
Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich mache selber eins. Ich habe mir eine Schablone gemalt von einem Häschen, die dann auf Leinwand übertragen, zweimal ausgemalt, ja, ein bisschen Schattierungen und ein rosa Puschelschwänzchen. Ich finde, das sieht ganz nett aus. Mich muss man ja nicht fragen bei der Farbe rosa, also vor allem so zartes Rosa. Ich mag's. Mir ist es schon klar, dass das Geschmackssache ist, dass das nicht jeder mag. Aber macht ja nichts. Ich finde, es hat sich rentiert, was ich gemacht habe. Und ich werde meine Freude dran haben. Ihr werdet jetzt bestimmt das Wägelchen auch noch öfters sehen, weil es wird ja bei mir in meinem Häuschen stehen. Ja, und da kommt man nicht drum herum. Das sieht man es dann wieder. Ja, das war jetzt meine Vorstellung des sehr alten Wagens nach meiner Überarbeitung. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, euch das anzuschauen. Vielleicht animiert es auch den einen oder anderen auch mal irgendetwas ein bisschen aufzuarbeiten. Ich sage, es lohnt sich allemal. Ja, so viel für heute. Vielen Dank für den Besuch. Und ich sage, wie immer, bye bye.